Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video auf meinem Kanal. Es sind dieses Mal 4 Pakete von Pyroland. Der Warenwert beträgt ca. 700 Euro. Bei der Bestellung ist alles dabei, bis auf die Kistenteufelfontänen von Vekofeuerwerk. Aber ansonsten denke und hoffe ich, dass alles dabei ist. Es werden noch 10 weitere Pakete kommen von Röder Feuerwerk und das Unboxing wird in den nächsten Tagen auf dem Kanal folgen. Des Weiteren filme ich in diesem Jahr mit einer neuen Kamera, mit meiner Handykamera des iPhone 15 Pro Max. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit den 4 Paketen. Ich habe immer schon mal die Drahtkäfige und den gröbsten Verpackungsmüll und Material entfernt. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier mit den VEs an. Da drin ist einmal die TurboTanker 109. Die hatte ich jetzt schon mehrere Jahre lang nicht mehr. 100 Salutes in 9 Sekunden. Mal schauen, wie die diesjährige Charge so ist. So, dann geht's weiter mit der Special Gold von Leslie Feuerwerk. Wirklich ein mega schönes Design und ich bin gespannt, wie der Gold-Effekt sein wird. So, dann geht's weiter mit den 2 Mischkartons. Sind auf jeden Fall ordentlich schwer. So. Dann danke Mona an der Stelle fürs Packen der Bestellung. Schöne Pyroland-Aufkleber. Kleiner Gratisartikel, die Wunderkerzen von Pyroland. So, dann hätten wir einmal die Schreckschrauben von Pyroland. Wirklich ein einzigartiger, einmaliger Artikel. Dann zum Testen mal bestellt die Big Shot von Nico Feuerwerk. Auch ein einmaliger Artikel, die Triple Crackling Balls. Dann 2 Packungen Rauchspurgeschwader von Funkelfeuerwerk. Eine Packung Smoke Birds von Explode. Eine Packung Double Crackling Balls von Pyroland. So, dann hätten wir hier einmal das Raketensortiment Populum. Neuheit aus diesem Jahr. Mal schauen, wie sie sind. Dann eine Colored Cosette von Explode. Die hat mir wirklich jedes Jahr gefallen. Neuheit aus diesem Jahr, die Gräte Thunfisch, wirklich auch ein sehr schönes Design. So, und dann kommen jetzt die dickeren Batterien. Da hätten wir einmal die Flying Sauerkraut von Pyroland. Dann auch ein Wahnsinnsdesign, die Chili Snow von Pyroland. Und 2-mal die Shanghaiden von Pyroland. Auf den Effektvideos war die wirklich sehr schön, deswegen habe ich sie mir gleich 2-mal bestellt. Und als letztes hätten wir in diesem Karton die Wolf von Jorge, müsste das glaube ich sein, von Fire Event. So, dann 3. von 4 Kartons hätten wir damit. Und dann schauen wir mal, was in dem letzten, größten und langen Karton sich befindet. So, passend zum Populum hätten wir hier die Faszinat
und die Ignis. Mal schauen, wie die so sind. Dann hätten wir hier nochmal Sticker von Pyroland. Nochmal Wunderkerzen. Und noch so einen kleinen Sticker. Ja. So, dann laut Produktvideos auch eine Top-Neuheit, die Mairo Gold. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie die in live ist. Dann zum Testen einfach mal mitbestellt die Baerbock von Volksfeuerwerk. Dann, ich stehe ja auf so bunte Leuchtkugelbatterien, deswegen auch einfach mal zum Testen mitbestellt die Rainbow Viper von Argento. Und weil mir das Produktvideo von der Mairo Gold so gut gefallen hat, habe ich mir die gleich zweimal bestellt. Dann, ich hatte jetzt schon die Double Tag in Blue, in Purple, in Red und in Grün. Deswegen jetzt auch einfach mal, dass ein bisschen Abwechslung reinkommt, die Double Tag Magic. Dann die Kamuro Kiss. Laut Effektvideos wirklich auch eine sehr edle Batterie. So, dann ein Artikel, den man nicht mehr allzu häufig findet und den ich dennoch sehr schön und sehr edel finde, auch wenn er jetzt doch mittlerweile sehr teuer ist, die Profiline 14. Das ist noch eine ältere Charge von Weco. Und den Abschluss des Pyroland Unboxings bildet die Night Nurse. Wirklich auch ein sehr, sehr schönes Design. Bin ich auch sehr gespannt, wie die so im Test ist. So, dann wäre das meine diesjährige Pyroland-Bestellung. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like auf dem Video da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschalten würdet. Ciao, macht's gut.